Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, was ein besonderes Video ist, denn ich werde in diesem Video Fragen beantworten. Denn ich wurde getaggt. Getaggt in dem Fall bedeutet, es ist so eine Art Kettenbrief der modernen Variante, der liebe Darcy Hochstein, den ihr aus den Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Videos von mir kennt, hat mich getaggt und ich muss in dem Fall nun Fragen beantworten und gegen Ende wiederum drei weitere YouTuber benennen, die dann ebenfalls nach Möglichkeit diese Fragen beantworten sollen und dazu ein Video machen sollten. Und ich werde das jetzt in diesem Fall tun. Noch etwas mit verkratzter Stimme, weil ich bin gerade am Abklingen einer Erkältung. Da bitte ich da um Entschuldigung. Und werde euch im Hintergrund, da ich sehr, sehr kamerascheu bin, ein AMA-3-Video zeigen, indem ich etwas Air-Taxi spiele. Das heißt, ich versuche mich hier als Pilotin und werde meine KI-Kollegen von A nach B befördern bzw. von B nach A zurück befördern, je nachdem, wie die Aufgabe ist. Und dann fangen wir am besten mit der ersten Frage an und die lautet McDonald's oder Burger King? Also ich gehe ganz selten in so ein Fast-Food-Restaurant. Das ist, kommt vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr bei mir vor. Wenn, dann ist es McDonald's, weil ich lebe ja relativ auf dem Land und da haben wir eigentlich nur einen einzigen Burger King bei mir in der Nähe und der ist relativ im Stadtzentrum und da komme ich so gut wie nie hin, weil ich außerhalb der Stadt wohne. Das bedeutet also, wenn mich mal wirklich so der Notfallhunger packen sollte, dann ist es McDonald's und ich nehme da meistens ein Royal TS Menü. Das reicht mir, hab dann noch was zum Trinken mit dabei und ja, ansonsten, also ich will nicht sagen, ich ziehe jetzt den einen den anderen vor, aber wenn Not am Mann ist, ist halt der McDonald's eher auf dem Weg, deshalb McDonald's. Dann Deo-Roller oder Deo-Spray? Also als Dame bevorzuge ich ja eigentlich eher Parfum, das heißt so zwei Tröpfchen hinter das Öhrchen und das ist im Normalfall eigentlich auch schon, aber ich habe eigentlich immer ein Deo trotzdem dabei. Unterwegs habe ich einen Deo-Roller, weil es ist angenehmer einfach so und vor allem, wenn ich da mal in der öffentlichen oder halt ja Toilette bin, um mich da, ich sag mal, frisch zu machen, ist halt ein Deo-Roller auch angenehmer für die Person, die nach mir reinkommt, weil so ein Deo, das verspürt dann gleich mal, ich sag mal, das halbe Haus, ne, also zu Hause habe ich dann zur Not auch ein Deo-Spray, aber ich nutze also eigentlich beides. Zu Hause, wenn schon, dann Deo-Spray und unterwegs Deo-Roller. Als nächstes hätten wir Äpfel oder Erdbeeren. Ich mag beides, aber Erdbeeren eigentlich lieber, weil Erdbeeren, die kann ich eigentlich so essen zu allem. Also als frisch vom Feld quasi so mundraubmäßig. Natürlich pflücke ich natürlich schon so, ne? Als Marmelade, als Kuchen, als ja frisch mit Schlagsahne oder etwas Zucker. Jetzt Äpfel, die esse ich so mal zwischendrin, so als Zwischenmahlzeit im Büro. Oder mal als Apfelkuchen. Jetzt Apfelmus zum Beispiel, das mag ich jetzt eigentlich weniger. Aber im Grunde genommen Äpfel oder Erdbeeren, also ich mag beides. Dann Katzen oder Hunde. Ich bin eher der Katzentyp. Ich hatte mein halbes Leben lang drei Katzen. Die sind jetzt mittlerweile im Katzenhimmel. Also, ich würde immer Katzen den Hunden bevorzugen, wobei ich alle Tiere liebe, aber ich bin eher so der Katzenmensch. Dann Zeichentrick oder Animation? Ich denke, es geht jetzt da eher so in die Richtung, ja, wie soll ich sagen? Also, als Kind habe ich natürlich mehr Zeichentrick gesehen. Sei es, ja, Tom und Jerry, Asterix, oh Gott, was gab's noch? Oh Gott, Blackout, keine Ahnung. Animation sehe ich so als die heutigeren eher Animationsfilme, so wie Pixar à la Findet Nemo, die Incredibles, Cars, sowas in der Richtung. Ich mag beides, also wie gesagt, als Kind hat man halt eher so die Zeichentrick angeguckt, fällt man noch Dschungelbuch und sowas ein und heute guckt man eigentlich eher so Animationsfilme an. Also ich mag beides. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ob ich jetzt so einen ollen Zeichentrickfilm vielleicht so à la Pink Panther oder so noch angucken müsste oder eher so ein modernerer Animationsfilm wie jetzt vielleicht nochmal Monster AG Teil 3 oder so, ich würde dann wahrscheinlich den Animationsfilm bevorzugen. Aber ich mag beides. Ich denke mal, Zeichentrick ist so eine schöne Kindheitserinnerung und Animation ist halt eher so das Modernere. Jetzt habe ich einen trockenen Hals, wo ich ein Schluck Wasser nehme. Das kratzt so ein bisschen im Hals, Entschuldigung. Dann süßes Essen oder herzhaftes Essen?
Ich sag mal, das kommt bei mir auf die Tageszeit an. Morgens muss es süß sein. Also zum Kaffee brauche ich was Süßes. Sei es jetzt ein süßes Stückchen oder ein Marmeladebrot oder ein Nutella-Brot oder Obstschleichwerbung, aber egal. Oder herzhaftes Essen. Also das herzhafte Essen ist dann eher so Mittagszeit, Abendszeit. Also ich könnte zum Frühstück nie neben meinem Kaffee noch ein Käsebrötchen oder ein Wurstbrötchen oder ein Leberkäsebrötchen wecken, heißt bei uns im Schwabenland. Oder Semmel im Bayerischen. Essen, also das kriege ich da nicht runter. Also morgens muss bei mir süß sein und ab Rest des Tages darf es herzhaft sein. Also ich könnte zum Beispiel auch am Abend kein, ich sag jetzt mal, Marmeladebrot essen. Also da muss es dann schon was Herzhaftes sein. Dann Lego oder Playmobil. Ha! Also als Kind hatte ich ja beides. Und zwar ich persönlich hatte Playmobil, mein Bruder, der hatte Lego und da hatte ich eben beides zum Spielen und wir haben uns da immer eben abgewechselt. Das war in dem Sinn also kein Problem. Also mir hat beides Spaß gemacht. Und ich will jetzt auch nicht dem einen oder anderen irgendwie einen Vorteil geben. Also ich fand beides toll als Kind. Also fast schon. Dann Puma oder Adidas. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Turnschuh damit gemeint, weil was anderes assoziiere ich nicht damit. Nun ja, also... Ich bin eigentlich eher so der Halbschuhträger. Das heißt, ich besitze momentan nicht einmal ein paar richtige Turnschuhe. Was ich habe, das sind Sneakers. Die sind aber weder von Puma noch von Adidas. Das sind irgendwelche No-Name-Teile. Und ich bin eigentlich eh nicht so der Markenprodukteinkäufer. Also es ist mir eigentlich egal, was auf dem Schuh draufsteht. Er muss bequem sein, er muss relativ günstig sein und er muss vor allem lange halten. Also... Ich kann es jetzt nicht sagen, ob das eine oder andere, also ist es für mich Jacke wie Hose. Dann iPhone oder Samsung Galaxy. In dem Fall geht es hier um Smartphones. Ich muss gestehen, ich besitze kein Smartphone. Ich bin immer noch eine olle Handy-Userin, weil das Einzige, was ich auch mit dem Teil mache, ist mal, wenn es sein muss, telefonieren oder mal eine SMS schicken. Mehr mache ich mit dem Teil nicht. Brauche ich auch nicht. Also ich bin normalerweise im... Geschäft immer telefonisch erreichbar oder so zu Hause privat via Telefon oder per E-Mail oder ja, also ich habe da keinen Bedarf dran. Ich muss nicht da ständig, ich finde es eigentlich fast schon schlimm, dass die Leute eigentlich, wenn sie so im Café eigentlich nebeneinander sitzen, eigentlich nur noch ihre Smartphones reingucken und nicht einmal mehr miteinander unterhalten, ist finde ich mittlerweile wirklich schlimm. Also ich brauche es nicht. Ich muss da nicht nebenher irgendwie solches Facebook-Gedöns oder Twitter-Gedöns oder sonst irgendwie was nebenher machen. Ich mag auch beides nicht. Also ich bin bis jetzt noch weder von Twitter noch von Facebook assimiliert worden und das werde ich auch nie. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich sag's mal so. Also auch hier weder noch stinknormales, popliges Klapphandy, das auch wunderbar in die Hosentasche passt. So, dann Party oder Chillen. Ich war schon immer der ruhige, chillige Typ. Also Party, ja mal... zwar hingehen und so, zwar schon, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie auf den Tischen rumtanze oder so. Also ich bin eher der chillige Typ und daher nichts geht über abends so nach dem Feierabend über die Couch. Also chillen. Dann Subway oder KFC. Ich weiß, Subway, das ist das Ding da mit irgendwelchen Sandwiches und KFC irgendwas mit Geflügel oder Hähnchengedöns. Das gibt's hier bei uns nicht. Ich habe beides noch nie gekostet, beides noch nie gegessen. Ich war in keinem von diesen Filialen oder irgendwie... Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann in dem Fall auch die Frage nicht beantworten. Ich würde wahrscheinlich ein Sandwich vorziehen, wobei ich weiß ja nicht, was da so alles drauf ist oder was es in diesem KFC an Geflügel oder Hähnchenmöglichkeiten gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht beantworten. Tut mir leid. Dann hätten wir Cola oder Fanta. Also, ich bin eigentlich... reiner Wassertrinker, hin und wieder mal ein Bier zu Hause, mal so am Feierabend, wenn ich Urlaub habe oder so. Jetzt Cola oder Fanta kaufe ich mir nicht. Wenn ich allerdings mal mit Freunden essen gehe oder so und ich bin mit dem Auto unterwegs, ich trinke ja nichts, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, da habe ich schon seit Jahr und Tag, seit ich einen Führerschein habe, einen Kodex oder ein Prinzip, das heißt, ich fahre 0,0. Ich lasse sogar den Uso beim Griechen stehen. Nicht, dass ich es nicht vertragen würde oder so, aber mir geht es ums Prinzip. Wenn ich sage 0,0, dann heißt auch 0,0. Und wenn ich dann so jetzt bedenke, also wenn ich mir dann da was zum Trinken bestelle, ist es meistens doch eine Cola. Also, aber eine Zitrone muss rein. Also entweder Spezi oder Cola. Fanta habe ich mir eigentlich so ganz, ganz selten mal bestellt, wenn es vielleicht keine richtige Cola oder so gab. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so sagen.
Also wenn, dann Cola. Aber mit einem Zitronenschnitz drin. Der muss rein. Horror- oder Liebesfilme? Ja, Also ich bin eher so der Action- und Abenteuerfilm-Typ. Horrorfilme, sage ich, die müssen gut sein. Sie müssen mich subtil gruseln. Also als Beispiel würde ich sagen, der Fognebel des Grauens. Allerdings das Original von John Carpenter. Den finde ich gut, aber so Horrorfilme à la, ich weiß nicht, Saw oder sowas, also die reizen mich überhaupt nicht. Und Liebesfilme, ich sag mal, ja, eine pfiffige, witzige Liebeskomödie, ja, okay, die geht an und für sich immer, es kommt darauf an, wer da mitspielt. Ist auch nicht jedes Ding meins. So wirklich triefschnulzige, ja, Liebesfilme à la Titanic, das schüttelt es mich heute noch, da könnt ihr mich jagen mit. Also, wer mich ausführen will, guten Action- oder Abenteuerfilm, und dann ist die Sache gegessen. So, dann Computer oder Konsolen. Computer. Ich spiele meistens am Computer. Ich besitze zwar Konsolen, allerdings auch die alte PlayStation 2 und die Wii. Ich habe mir eigentlich nie eine Xbox 360 oder PS3 gekauft. Ich hatte auch mir keine PlayStation 4 oder Xbox One zulegen, weil die Spiele, wo mich interessieren, die sind in der Regel Multiplayer, Multiplattform-Titel. Und die gibt es in dem Fall dann auch für einen PC. Und wenn ich mal Multiplayer spielen will, was ich an den Konsolen doof finde, ist, dass man halt dafür im Grunde genommen, ich sag mal, monatlich dann noch um Geld oder halt, ja, also dafür extra zahlen muss. Also ich bin Schwabe, da spare ich mir die Kohle. Am PC habe ich sowas kostenlos, also daher, ich würde von dem Ganzen so gesehen Computer vorziehen. Dann Kino oder DVDs? Beides. Also ich gehe gerne ins Kino. Diverse Filme, die muss man sich im Kino geben, weil man die einfach im Kino besser erleben kann. Also Kino ist für mich auch ein Erlebnis. Nicht nur einen Film angucken, sondern auch ein Erlebnis. Entschuldigung. DVDs, ja, gucke ich mir auch mal an, aber meistens eigentlich eher mit Freunden, wenn wir mal so hin und wieder mal so einen DVD-Abend machen. Da machen wir uns einen schönen, netten Abend, gucken uns 2, 3 Filme an und dann ist es eigentlich auch okay. Also es hat beides für und wieder. Also ich möchte mich jetzt da nicht unbedingt für irgendwas entscheiden müssen. Also ist beides in Ordnung. Dann Weihnachten oder Geburtstag? Also ich feiere beides relativ ungern. Weihnachten, ja, das Fest der Liebe. Also ich meine, ich muss da nicht extra bis Weihnachten warten, bis ich Freunden, Familie und so weiter noch extra kundtun muss, dass ich sie liebe. Weihnachten ist für mich eigentlich eher mittlerweile zu einem reinen Kommerzfest verkommen. Also den Spirit, den Weihnachten früher eigentlich so richtig hatte, den sehe ich heute eigentlich groß nicht mehr so. Und Geburtstage, ja, mein Gott, ich meine, als Kind, Jugendliche hat man den doch schön gern gefeiert. Heute macht man es eigentlich weniger und sowieso, wenn der Geburtstag unter die Woche fällt, da hast du eh keinen Nerv mehr dafür. Oder willst du noch irgendwie aufs Wochenende verschieben, irgendwie, um da groß Party zu machen? Nee, also das ist nicht meins. Muss nicht sein, also ja. Ich bin eher froh, wenn ich dann, ich sag mal, an Weihnachten 2 Freitage habe. Also Feiertage und Geburtstag. Ich nehme da nicht mal Urlaub, also ich gehe da auch ganz normal zum Arbeiten und gut ist. Also ich nehme da jetzt nicht extra frei, deswegen. Dann Zocken oder Sport? Oh je, Sport ist sowieso Mord, also dann eher Zocken. Ich meine, Zocken macht Spaß, Sport eigentlich weniger. Okay, wenn man Bowlen oder Billard als Sport sieht, dann ja. Das mache ich gerne, aber so richtig Sport treiben oder so, das ist, nee, ich habe da auch große Zeit nicht dafür, also dann doch lieber Zocken oder so. Dann, Entschuldigung, nochmal einen Schluck Wasser trinken. Nacht oder Tag? Ja, jetzt kommt davon, auf was ist es bezogen. Bin ich ein Nachtmensch? Bin ich ein Tagmensch? Ich kann es nicht sagen. Ich meine, ich arbeite tagsüber, ich schlafe nachts. Also in dem Fall bin ich wohl ein Tagtyp. Würde man jetzt sagen, wenn ich jetzt DayZ spiele, dann würde ich sagen, bin ich der Nachtmensch. Weil in der Nacht, da sieht man dich schlechter und da hast du bessere Überlebenschancen und so. Also, ja, also, jetzt Spaß beiseite. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn ich Urlaub habe, dann spiele ich schon mal oder bin mal länger auf, sagen wir mal so, ja. Aber ansonsten, ich wüsste nicht, wie ich die Frage beantworten sollte.
Dann Beziehung oder Single. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da mein aktueller Status damit gemeint ist. Da mache ich es kurz. Ich bin Single momentan und das ist auch ganz gut so. Dann Disney oder Looney Tunes. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich jemals Looney Tunes angeguckt habe als Kind irgendwie. Ich kann mich nicht dran irgendwie groß erinnern oder speziell jetzt irgendwie. Also Disney, ja gut, ich meine, Disney ist vielfältig. Mittlerweile gehört ja auch Star Wars irgendwie zu Disney. Ja, ich sag mal Disney. Dann Apple oder Microsoft. Ich besitze nichts von Apple, von Microsoft, ja gut, Betriebssystem und so weiter, also Windows 7 oder Vista noch auf dem Laptop. Ja, ich würde sagen Microsoft, weil, gehen wir jetzt mal vom Spielen aus, vom Zocken, hast du da halt viel mehr Möglichkeiten, wie da Spiele irgendwie für ein Mac-System oder so rauskommen. Also, da würde ich sagen Microsoft. Dann baden oder duschen. Ja, ich würde sagen, also unter der Woche oder halt beziehungsweise von Montag oder jeden Tag, blöd gesagt. Also jeden Tag dusche ich und am Sonntag genehmige ich mir aber meinen Sonntagsentspannungsbad. Das ist jeden Sonntag so. Das ist ein kleines Ritual von mir. Weil es entspannt wirklich und also wer die Möglichkeit hat und eine Badewanne hat, so ein schönes Entspannungsbad kann kleine Wunder bewirken. Sowieso, wenn man verspannt ist oder so. Dann Batman oder Spider-Man? Also wenn es jetzt um die Filme geht, ja, ich fand beide okay. Wobei jetzt bei den Batman-Filmen bin ich eher so die älteren Filme noch besser wie jetzt die neueren, muss ich gestehen. Bei Spider-Man, na gut, da gibt es ja mittlerweile auch wieder so ein Reboot-Gedöns. Ja, also da finde ich die älteren vielleicht auch besser, wobei so vom Neueren gab es jetzt vielleicht gerade mal einen oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Wenn es um die Spiele geht, Spider-Man-Spiele habe ich keins. Batman-Spiel habe ich halt Arkham Asylum und Arkham City. Aber ob jetzt ich da irgendwie Vorzug, weiß ich nicht. Ich hätte ein Superman-T-Shirt, vielleicht bin ich da doch immer so der Superman-Typ. Beziehungsweise Supergirl oder Superwoman. Naja, okay. Ich drifte ab. Sommer oder Winter? Das ist auch wieder so eine Sache. Also, ich würde eher sagen Frühling oder Herbst, weil da sind die Temperaturen nicht so extrem. Da würde ich jetzt eher sagen Sommer, weil ich hasse Winter. Ich hasse Schnee, ich hasse Kälte. Wobei, Hitze hasse ich auch. Es sollte halt, ich sag mal, ja, schön temperiert sein. Das heißt also, angenehme Temperaturen und Sonnenschein ist mir eigentlich lieber wie jetzt nass, kaltes, regnerisches, ja, nebeliges Winterwetter. Also dann eher Sommer. Also da bin ich eher doch der Sommertyp. Dann Zug oder Flugzeug? Ich bin in beidem nicht sehr viel unterwegs. Flugzeug würde ich sagen, ist aufregender, geht schneller. Zug, gut, hat auch was. Also ich kann mich erinnern, als Kind mit meinem Vater bin ich den Berliner Express gefahren. Also der war schon ganz toll. Ja. Flugzeug, ich entscheide mich mal für Flugzeug. Dann Manga oder Comics? Da würde ich jetzt eher sagen Comics, weil mit Manga oder Anime, mit dem Zeug, sage ich jetzt mal, oder mit dem Grafikstil kann ich nichts anfangen. Das ist nicht meins. Also dann eher Comics, weil ja, vielleicht schon als kleines Kind her, wo man so die Donald Duck Bücher Dinger da gelesen hat oder Dagobert Duck Bücherle, ihr wisst schon, oder Asterix oder so, ja, also Comics. Dann YouTube oder Fernsehen? Ja, also obwohl ich auf YouTube zwar auch Videos uploade, ich gucke da jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt auch momentan nicht so viel Fernsehen. Ich bin eigentlich dann doch eher so der DVD-Typ in der Hinsicht. Also normalerweise würde ich sagen, das ganz normale alltägliche Fernsehprogramm, klar, natürlich Fernsehen, wenn es mal so die Lieblingsserie mal wieder kommt, nicht in der x-ten Wiederholung oder so, klar, Fernsehen. YouTube würde ich eher sagen, gucke ich mir halt mal so, wenn mich ein Spiel interessiert, mal das ein oder andere Video an oder Musikvideos oder sonst irgendwie so, was mich halt so interessiert. Also beides, aber vorwiegend würde ich sagen eher Fernsehen. Dann Metal oder Pop? Ja, eher Pop. Metal, das ist so, das hat für mich ein bisschen was mit Ohrenkrebs. Das ist so in die Richtung wie Techno oder so in die Richtung. Also Metal, wenn es wirklich so richtig, ja,
derbe losgeht, sage ich jetzt mal, ist es für mich eher Ohrenkrebs wie, naja, gut, aber es ist halt der Geschmack der Musik, ne? Aber für mich ist halt Metal irgendwie zu laut, zu schrill, zu kreischen, zu schreien, zu, ich weiß auch nicht, also nicht so mein Ding. Also eher Pop. Entschuldigung. Dann Hörbuch oder Buch. Im Normalfall ein ganz normales Buch. Also Hörbuch muss es nicht unbedingt sein. Das einzige Hörbuch, wo ich besitze und was ich wirklich gut finde, das ist von H.P. Kerkeling, das Ich bin dann mal weg. Ich denke auch, da kommt es auch viel besser rüber wie jetzt im normalen Buch. Aber ansonsten würde ich sagen, also ganz normaler Buchleser. Dann RTL oder ZDF Info. Ja gut, RTL gucke ich halt, wenn jetzt halt mal, wie gesagt, eine Serie kommt, die mich interessiert, wo ich dann halt mal angucke oder so, aber ich habe das Ding jetzt auch nicht Tag und Nacht laufen, also um Himmels Willen. ZDF Info, das ist, glaube ich, so eine Art Doku-Sender-Dingsbums da, oder? Ich bin da ehrlich gesagt nicht so ganz informiert. Also wenn ich so ZDF-Dingsbums gucke, ich gucke da gern ZDF Neo, weil die auch immer gerne mal so die älteren Serien bringen, wie jetzt, ja, Knight Rider, Simon & Simon hat aber herzlich, ihr wisst schon, so schöne alte 80er-Teile. Aber ansonsten gucke ich das eigentlich weniger. Also, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich davon mehr gucke, dann wäre es in dem Fall RTL, weil ZDF Info habe ich, glaube ich, vielleicht mal durchgezappt, aber so richtig gezielt da gucken tue ich ehrlich gesagt auch nicht. Jo, dann war es eigentlich schon mit den Fragen. Dann muss ich jetzt noch drei weitere YouTuber benennen. Das, wen nehme ich denn? Dann nehme ich mal als ersten den Dr. X, auch vom ETS 2 Multiplayer. Der hat, glaube ich, noch niemanden, der ihn getaggt hat. Darum muss er jetzt bei mir dran glauben. Es tut mir leid, aber es ist so. Dann nehme ich ebenfalls noch vom ETS 2 Multiplayer den guten LP. Ich glaube, der wurde bis jetzt auch noch verschont. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat sie ihn von mir erwischt. Und als drittes nehme ich dann noch den Spielbär-LP, der zuletzt bei uns auch im ETS 2 Multiplayer mitgefahren ist. Das seht ihr dann noch. Ja, dann denke ich mal, war es eigentlich auch schon. Ich werde die noch dann in den Beschreibungen unten noch verlinken. Und ja, in dem Fall war es das. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!